Brauchst du noch FIFA 18 Coins? Ja! Easy, dann check auf jeden Fall mal die Beschreibung ab. Dort findest du nämlich meinen Coinsponsor und einen fetten Rabattcode, wo du nochmal saftig auf deine Coins sparst. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Wax wieder für euch am Start mit einem weiteren Squad-Builder-Battle auf diesem Kanal. Und heute haben wir den womöglich besten Spieler aus diesem Tots, und zwar Marco Reus. Der jetzt ja auch mit bei der WM ist und mit dabei ist Real FIFA Max. Yo Jungs, was geht ab? Der 96er Team of the Season Reus. Ja, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen gehypt auf die WM, und wenn er dann auch endlich das erste Mal bei der WM spielt, dann wird das, glaube ich, noch heftiger, oder? Digga, er war einfach immer verletzt. Wie heftig muss das für einen Fußballspieler sein, wenn er bei diesen WMs, EMs nie dabei ist und jetzt endlich mal dabei sein kann? Und guck dir mal diese Werte von dieser Karte an, Digga, das ist einfach... Junge, das ist schmackhaft, Digga. Das ist köstlich, muss ich sagen. Das ist ehrlich köstlich. Leute, lasst mal einen Daumen hoch da, wenn ihr das auch so köstlich findet wie wir. Und schreibt mal in die Kommentare. Ja, was schreiben die heute in die Kommentare, Digga? Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob... gute Frage, Digga. Meint ihr, Reus verletzt sich noch, oder? Ist? verletzt er sich, genau. Verletzt er sich noch oder verletzt er sich nicht? Ja, Digga, schreibt mal rein. Meint ihr, verletzt sich während der WM? Und an der Stelle, wenn ihr Daumen hoch gegeben habt, kostenlos abonniert habt, Max-Kanal abgecheckt habt, geht's jetzt los zu den ersten Spielern. Kurze Durchsage, Leute, wundert euch nicht. Und zwar war die Gameplay-Datei von Max ein bisschen kaputt. Deswegen musste ich die Spieler von ihm per Screenshot einfügen. Wundert euch einfach nicht, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Lasst trotzdem eine Bewertung da. Ich habe das jetzt ganz komisch geschnitten. Ihr werdet schon checken, was ich meine. Aber es hat geklappt. Jawohl, und wir fangen auch direkt mit meinen Spielern an. Max, welche Formation spielst du? Ja, ich spiele die Formation 4-4-2, also eigentlich eine ganz geile. Bei dir? 4-3-3, auch eine geile. Spiele ich ja öfters im Squad-Builder-Battle. Die ist auch nice, ja. Und ich habe schon meinen rechten Flügelspieler eingefügt. Das ist ein Second-In-Form von Gareth Bale, Digga. Boah, was? Den hast du geholt? Ja, aber er ist so heftig. Den habe ich diese Weekend League gezockt. Der hat so einen Schuss, das glaubst du gar nicht. Der ist zu krass, ja. Und links habe ich Ribéry Screamcut. Boah, ich habe einmal, oder ich habe zweimal Bundesliga. Heißt, Bale darfst du behalten. Einmal Jamolenko auf der Seite und Leon Bailey. Jawohl. Schade. Ganz Tots direkt, ne? Ja. Auch ich dachte, du gehst hier auch komplett aufs Ganze, Digga. Okay. Hau mal raus, gehst du aufs Ganze mit R9 oder so? Na, Digga, wir wollen es mal nicht übertreiben, Jungs. R9 ist so langsam ausgelutscht, würde ich sagen, oder? Ja, ist echt langsam ausgelutscht. Vor allem, weil wir beide den immer aufschreiben, weil wir Angst haben, dass der andere den nimmt. Ja, deswegen habe ich jetzt einen anderen Stürmer, der auch 5-Star-Weakfoot hat. Und zwar Belotti in Form 85er. Der hat eigentlich krasse Stats, muss ich sagen. Ja, mal schauen. Ach, wir machen nur deinen Stürmer. Machen wir noch links, rechts, Mittelfeld. Achso, ja, okay, warte, linkes Mittelfeld habe ich Chiesa, der ist eigentlich auch ganz nice. Und wen habe ich nochmal im rechten Mittelfeld? Da muss ich kurz abchecken. Das war, Jungs, das war, jetzt weiß ich, wer es war. Es war Christian Pulisic, auch in der Screenkarte. Man, und somit habe ich einen Boy getroffen, Digga. Das war sogar eigentlich besser für dich, dass wir jetzt alle Spieler genommen haben. Ich habe trotzdem einen. Und zwar den letzten, den du erwähnt hast, und zwar Pulisic. Ja, Digga, schade, hätte klappen können. Ich dachte, Neymar, R9, Pulisic. Ich würde sagen, ich benutze meinen Joker auf rechts und ja, moin. Ja, ja, moin. Der Bronze-Torwart steht jetzt bei mir im rechten Mittelfeld und ja, vielleicht kennt der ein oder andere den. Das ist Zentner. Junge, du hast das Tor gesehen, ne, von Till. Das war... Junge. War das mit Zentner? Der hat 65 Tempo, der Torwart. Ja, kann man so machen. Und mal schauen, wen du jetzt so mitgenommen hast. So, ich fange wieder mal mit einer weiteren Screamkarte an und das ist Bender Sven, nicht Lars. Okay. Dann habe ich in der Mitte. Einen der geilsten ZMs, die es momentan gibt. Leon Goretzka Tots, Junge. Ja. Und rechts habe ich noch eine weitere Screamcard. Heute gehe ich auf Screamcard. Kovacic. Das Kovacic, okay. Ja, Mann, Digga. Ich habe einen Kroaten, zwei Deutsche aufgeschrieben. Halt's Maul. Ich habe einmal, ey, Goretzka, Digga, das war so auffällig, aber ich kann dir sagen, du darfst ihn behalten, Mann. Boah, ehrlich? Ja. Digga, das war, keine Ahnung, ich weiß nicht. Egal, Kovacic habe ich auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt, ich habe Bender einfach aufgeschrieben, Digga.
Ja, das bockt mich, ne? Jetzt, wie machen wir das jetzt? Ja, das ist jetzt die Frage, Jungs. Keine Ahnung. Lass Xing Shang machen, wenn du gewinnst, darfst du ihn rausschmeißen, wenn ich gewinne. Ja. Okay, komm. Ja, okay, okay. Ist eins. Xing Shang Shang. Was hast du? Was hast? Ich hab Stein. Ja, ich hab Blatt. Ich darf ihn behalten, Jungs. Ja, scheiße, come on, Alter. Ja, im Squad-Builder-Battle sowas gemacht, noch nie passiert, Leute. Vorher richtig geil. Bewert nicht vergessen. Egal, ich hab einen Torwart. Jungs, ey. Trotzdem, ne? Benutze deinen Joker. Ja, ja, dann nehme ich trotzdem den Torwart da auf der Bale-Seite. Leute, wie witzig war das jetzt gerade? Komm, hau mal deine Spieler. Einfach mal ausgelost, Jungs. Einfach mal ausgelost. Okay, ja, mein Mittelfeld ist eigentlich auch biestig. Ich habe einmal die Foot Birthday Card von Asamoah von Juventus Turin. Yep. Und die Icon von Hullet. HDF, Digga. Ich habe sogar noch überlegt, ihn aufzuschreiben. Ich hasse es, gegen ihn zu spielen. Ich habe Goretzka und Bonaventura. Bruh, ja. Darf's beide behalten. Sauber. Leute, ihr wisst, wie ich es hasse, wenn ich einen Torwart im Mittelfeld habe, weil ich mein Spiel übers Mittelfeld aufziehe. Das ist natürlich schon mal nicht so gut, aber ich habe ja auch eine Mittelfeld, gleicht sich wieder aus. Ja, schon, ja, schon. Deswegen, ja, jetzt bin ich gespannt, Alter. Wie gehst du weiter mit deinen Außenverteidigern? Da bist du gespannt, ne? Mhm. Und zwar gehe ich rechts einfach den Standardweg mit Carvajal und nicht Risalco. Wird ja beides klappen. Genau. Und links gehe ich mit einem weiteren Tots, den ich in einem FIFA-Bingo mal gezogen habe. Und das ist Max. Extra für dich mitgenommen, Junge. Korrekt, Mann, muss ich sagen. Ja, fühl ich mich geschmeichelt. Du hast ihn auch korrekt bestimmt rausgehauen, weil du nicht willst, dass jemand deinen Namen trägt. Nee, Mann, hier gibt's nur einen Max und deswegen kannst du ihn schon mal rausballern. Ach so, klar, Digga, das war so. Leute, das war so. Egal, hau rein. Das war zu auffällig, Digga. Und darf ich Karl auch hau rein sagen? Und nee, da habe ich für Schalke aufgeschrieben, den darfst du behalten. Nice. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Auf Außenverteidigung, da merkst du das eigentlich nicht so, wenn da jetzt ein Bronzespieler ist, finde ich zumindest. Ja, ich bin rechts nicht mehr mit der Bundesliga gegangen, brauchte ich ja nicht mehr. Mhm. Deswegen habe ich. Oh, warte, wo ist denn der? Deswegen habe ich Hector Bellerin heute mal mitgenommen. Den will ich endlich mal testen. 95 Tempo oder so, ne? Ja, der Info war sogar 97. Das ist schon krass. Und links habe ich, lass mich kurz überlegen, ah, der hat jetzt nicht so viel Tempo, denke ich, das ist Kolarov. No. Aber, ja. Leute, ich treffe irgendwie keinen mehr, ne, oder? Vielleicht in der Innenverteidigung, vielleicht beim Tor. Mal gucken. Und somit geht es zu den letzten drei. Bisher hast du zwei Bronze, ne? Bis jetzt zwei und jetzt wahrscheinlich entweder fünf oder keiner. Boah, Digga, was hast du denn mitgenommen? Auffällige? Ja. Okay, ich habe auch auffällige aufgeschrieben, Digga, vielleicht. Scheiße. Vielleicht nicht. Sag mal kurz, aus welcher Liga du aufgeschrieben hast. La Liga. Ja, okay, dann darf ich alle behalten. Nein, Junge, okay. Okay, ich habe nämlich drei Spieler aus der Premier League und alle drei von Arsenal. Mustafi, in Form, Koscielny und Cech im Tor. Ach Gott, okay, aber die Kombi war okay, ja, muss ich sagen. Geht klar. Die Kombi ich habe Ferdinand, Ramos und Ter Stegen. Nice. Ich hatte ja Piqué, Tots und Ramos, Totti, das weißt du ja, deswegen hast du die aufgeschrieben. Ja, deswegen habe ich die. Habe ich gedacht, dass du wieder damit gehst, aber okay, diesmal nicht. Ja, und jetzt komme ich zu meinen drei Spielern. Da hast du dich gefragt, was ich mache, ne? Ja. Zum einen habe ich von AS Rom Kostas Manolas. Ja. Dann habe ich Kolasinac als Foot Birthday Karte. Boah, Junge, krass. Und im Tor habe ich, musste ein Grieche sein aus der Premier League, Karnetzis, damit die alle natürlich auf volle Chemie kommen. Okay, ein Bronzespieler gegen zwei Bronzespieler. Leute, bleibt bis zum Ende dran, da werden auf jeden Fall noch Discards folgen. Mal gucken, wer hier gewinnt. Bin gespannt. Ja, ich auch. Motivation ist da gegen das Top 100 Trikot. Ja, Team of the Season Royce und dein Team sieht eigentlich wirklich stabil aus. Ich meine, Bale, Goretzka, die sind schon eine Macht. Du hast Prime Hullet, vor dem habe ich am meisten Angst zusammen mit Royce, sonst ist es auf jeden Fall machbar. Nein! Nicht sowas, nicht sowas, nicht sowas. Da, Hullet geht! Oh! In letzter Sekunde kriegt er den. So, ja, ne? Jawoll. Boah, der ist voll schnell, Alter. Der ist so schnell, Digga. Ah! Bale wäre so reingeschampt. Oh
Achtung, jetzt Rolitz. Boah, Digga, das ist der Typ, ne? Keine Ahnung, was du da machen willst. Ich verliere immer nur Squadbilder, wenn du Rolitz hast. Das ist, ey. Der zieht alles, Digga. Jawoll, Digga. Ey, bitte! Ey, wie der Ball da hinspringt, Digga. Ja, naja, du hast schon ein bisschen 1-1. Glück dabei, aber muss auch sein. Komm, Junge, was war das denn? Ey! Alter, der muss rein. Was war das? Boah, und der ist schnell. Der ist zu schnell. Der muss er machen. Jawoll! 45. auch noch, die typische Minute. Man kennt das nicht anders. Oh mein Gott! Jetzt, Zentner. Der Typ so schnell, ne? Der ist echt schnell für ein Tor. Oh. Junge, Bellerin, Digga. Mustafi! Das ist so, keine Ahnung, was macht Bellerin da die ganze Zeit? Ja, aber Bellerin immer ist über die komisch. Seite. Immer, der ist nie da. Wo ist der Typ? Ich check den gerade nicht. Junge, da ist alles frei. Das zu offen, diese Verteidigung, obwohl die ganz stabil eigentlich war. Oh mein Gott, stell dir vor, der wäre noch reingegangen, dann hätte alles in diesem Spiel geklappt. Ah! Ey! Das, Digga. Guck mal, wie lächerlich dieses Spiel ist, Digga. Bellerin, ne? Der ist schon anders, Digga. Hä? Oh, die Legende schlägt wieder zu. Junge, was ist das denn für ein Jubel? Wie geht der denn? Damit ist das Spiel dann auch vorbei, Digga. 5-3, ne? Ging einfach nichts, Alter. Aber sowas gibt's halt, Mann. Halt der so. Team ist so abgefuckt, Leute. Wir kommen zum Discord. Bester Part des Videos. Bewerten nicht vergessen. Lego. Bang! Los geht es. Max darf sortieren und ich darf discarden. Ja, nice, Alter. Ja, ja. Ich muss gerade mal kurz überlegen. Ja, du hast eh nur eigentlich so, wenn ich wer wehtun würde, wäre glaube ich Rullit und Reus, oder nicht? Ja, das sind halt die, die halt am extremsten sind. Ja. Der Rest ist halt einfach so solide. Die sind zwar ein bisschen was wert, aber jetzt auch nicht so extrem. Tun halt nicht so krass wie Reus und Rullit weh. So muss man das einfach sagen. Ist einfach so. Okay, ja, Mann. Sag an, wenn du ready okay, bist. Okay, ich bin ready, Digga. Warte, obwohl... Ja, okay, komm, mach einfach. Ich mache heute was ganz Verrücktes und nehme deinen linken Mittelfeldspieler und deinen rechten Innenverteidiger. Auf Moinsen. Also linken Mittelfeld, meinst du linkes ZM oder linkes Mittelfeld? Links Mittelfeld. Okay. Ja, da hast du Kolarov getroffen und was war das noch? Rechter Innenverteidiger. Und du hast Bellerin Inform getroffen. Okay. Ja, ist doch okay, ja. Digga. Was war Kolarov auch special, ne? Ja, der war auch special. Also zwei Special Cards, das ist eine gute Quote. Ich hatte auch noch drei, sag ich mal, keine Special Cards. Ja, Mann. Okay. Ja, Bellerin ist dann auch weg. Dann discardet die mal auf Fresh. Und Leute, wie gesagt, wenn ihr wieder mal ein Wochenende Squad Builder Battle sehen wollt, dann lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, checkt Max Episode ab, da haben wir auch noch ein Video aufgenommen. Und an der Stelle verabschieden wir uns für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.